Hallöchen, Puppchen, und damit herzlich Hogwarts Legacy, ja, Part 71, 2. Entschuldigung. Und dementsprechend. Leider, Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung. Was haben wir? Tarplätze. Wie viele Tarplätze habe ich? Nee, Ausrüstung. Entschuldigung. Wie viel Ausrüstung? Schön, wenn ich das sehen würde. Eieiei. Irgendwie bin ich mit der Reichweite von meinem Corsair Virtuoso Headset nicht ganz zufrieden. Das fühlt sich an, als wenn es zu lang wäre. Zu kurz. Naja, gut. Wie dem auch sei. 9 von 28 habe ich belegt. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, der Falke passt eigentlich ganz gut. Sieht soweit ganz gut aus. Ich will da echt nicht meckern. Ich würde gerne mal gucken, wie, was der nächste Vielsaft-Komplott. Ich muss mit Professor Fix sprechen. Ah, stimmt, genau, da war das ja. Trifft dich mit Sebastian in der Katakombe. Mach ich. Ich mach das jetzt. So, wollen wir mal gucken. Weltkarte. Kann ich das auch so wechseln? Das wäre cool, wenn man... Ja, das geht super. In der Katakombe. Kann ich da hin? Das habe ich abgesetzt. Warum habe ich da... Ah, ich kann hier lang. Ich kann hier reisen, okay. Dann treffen wir uns mal mit Sebastian, weil ich habe nämlich gelesen, erstens, die Zauberdinger von Merlin, habe ich wahrscheinlich beim letzten Mal schon gesagt, aber ich sage es mir wieder gerne. Ich habe hier fast gar nichts. Sind dafür gedacht, mehr Inventarplätze für Ausrüstung zu bekommen. Und die Quest mit Sebastian Schollow sollen dir die unverzeihlichen Flüche beibringen. Obwohl ich mit Crucio eigentlich als Kampf sehr zufrieden bin. Und Glacias und die... Glacius und Defindo sind tatsächlich relativ gut. Also als Kombination. Rebellion. Na, hier kann ich noch was sammeln. Ja, ich könnte tatsächlich mehr an den Dingern verbringen, ja, weiß ich nicht. Protego. Ups, Entschuldigung. Rebellion. Dass man hier nicht schleichen kann, ne? Lazio! Gefinde! Verbringer! Was war das? Crucio! So. Böser Lümmel. Ja, ich bin dadurch, dass ich halt nebenher noch Final Fantasy VII Rebirth gespielt habe, bin ich jetzt noch ein bisschen, Reveal. Bin ich halt gewohnt, die Sachen mit Dreieck aufzunehmen. Naja.
Ich hatte befürchtet, als ich dem Sebastian gerade eben gesagt habe, dass die Kobolde nicht so schlimm sind. Ja, hatte ich gedacht, ich hätte die verkackt. Aber der bringt ja halt die unverzeihlichen Flüche bei. Rivelia. Hätte auch Ziegenklauen? Nein, schade. Ist das ein Mondgestein? Ja, ne? Ist das wieder so ein Zauberstein von Merlin? Du hältst dich für so. Was geht denn hier ab? Glaubst du, du hast mehr Ausdauer als... Natürlich. Ein Anhänger weniger, Renrock. Da leuchtet irgendwas. Sieht. Rivelia. Das ist aber bestimmt wieder so ein Dingsbums. So ein Merlin-Rätsel. Ich müsste eigentlich mal ein Merlin-Rätsel machen. Als meine Spülmaschine. Ich dachte schon, jetzt fängt meine PS5 auch an, eine Turbine zu werden. Ist aber eine. Welch angenehme Überraschung. So, ich schreibe mir das jetzt mal auf. Ich will es jetzt genau wissen. Ausrüstung. Hier, Umhänge. 9 von 28. Ausrüstung. 9 von 28. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich bin nämlich nicht unbedingt der Schlauste, was das angeht. Protego! Revelio! Rivelio. Hat das ausgereicht? Ich hoffe es. Rivelio. Nicht in die identifizierbare Gegenstand. Ich will es jetzt erstmal wissen. Ich habe die Befürchtung, das war zu lange. Das hätten sie ruhig ein bisschen fairer machen können. Rivelio. Kriegen mich nicht klein. Okay, das hat tatsächlich geklappt. Okay, ich hätte gedacht, ich hätte es jetzt aufgrund von Zeit verkackt, aber wenn die so verstreut sind, ist das Finden, glaube ich, ausreichend. Ich hatte 9 von 28 Inventargegenständen. Protego! Muss ich mal kurz eine Kleinigkeit trinken. Ich will das jetzt mal wissen. 10 von 28, das bedeutet Ausrüstungs... Uiuiui. Ausrüstungsplätze nicht. Oder man muss mehrere davon machen, ich weiß es tatsächlich nicht. Na gut, egal, was wir gemacht haben, haben wir gemacht. Rivelio. Da war doch eben noch irgendwas gelb.
Ach so, das sind Pilze, okay. Ich dachte, ich könnte noch ein paar Tiere oder so sammeln. Gut, macht nichts. Warum ist denn schon wieder diese scheiß Tür zugefallen? Da ist endlich mal, innerhalb von ein paar Tagen ist ein bisschen kühl, kommt ein Windstoß auf, der alles zumacht. Naja, obwohl so viel kühler ist es nicht. Gib mir mal eine mehr, gib mir mal 5 Sekunden. Ja, da kommt doch schon Luftzug rein. Perfekt. Spinnenfang sein. Ja, wir müssen noch ein paar Spinnen killen. Also für Arachnophobiker ist das Spiel echt nicht so geil. Lumos. So, was mache ich jetzt mit denen? Ob es sicher ist, sich da drin umzusehen? Ah, heul mal nicht rum. Graf Wallner von Hallodri. Schön, dass wir uns sehen. Oh, ist die Seeluft nicht erfrischend? Ach, meine Gute, dich mit dir zu sprechen, das ist immer erfrischend. Die hat immer gefühlt ein Lachen auf dem Herzen. Du bist hier. Gut. Na klar, Bro. Sebastian, das Relikt, von dem du sprachst. Glaube nicht, dass ich deinen Koboldfreund vergessen habe. Aber ich musste dir erzählen, was ich erfahren habe. Ich denke, einer von Slytherins Schülern fand das Relikt bei der Aufgabe, Sarkophage in dieser Katakombe zu untersuchen. Aus einem Bericht des Schülers geht hervor, dass er oder sie es nicht mitnehmen konnte. Darum vermute ich, dass es noch da ist. Wie schon erwähnt, verleiht dieses Relikt dem Träger die Macht, schwarze Magie wieder aufzuheben. Wenn es in dieser Katakombe ist, muss ich es finden. Für Anne. Ich muss sie sehen. Ja. Mich würde interessieren, was der Schüler noch so entdeckt hat. Sie selbst. Leider steht kein Name drauf. Aber ich denke, wenn es wichtig genug für Slytherin war, um ihn in seinem Zauberbuch zu verstecken, dann sollten wir ihn uns genauer ansehen. Erkunden wir diese Katakombe. Wir können Anne besuchen, wenn wir fertig sind. Perfekt. Übrigens hat sich Ominous nach dir erkundigt. Du hast ihm nicht gesagt, was wir machen, oder? Nein. Ich schwöre. Gut. Nein, Ominous wäre wütend, wenn er wüsste, was wir vorhaben. Na, ist auch kein Problem. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich muss die Zeit hier ein bisschen, obwohl ich mache einfach... Ich scheiße einfach auf die Zeit. Wir machen den die Aufgabe. Die Arbeit in der Katakombe hat mehr als erwartet zutage gefördert. Mehr über unsere Vorfahren zu erfahren war sehr erhellend, aber ich bin auf etwas anderes gestoßen, das ich nicht ignorieren konnte. In einem Bereich hinter dem verfallenen großen Saal inmitten der ungestürzten Sarkophage habe ich ein seltsam geformtes Relikt entdeckt. Ich habe sofort eine enorme Macht gespürt. Es wäre mir eine Freude, dieses Relikt eingehender zu untersuchen, wenn es nur erlaubt wäre, Gegenstände mitzunehmen. Tja. Ich möchte diese Katakombe gerne mit dem vergleichen. So, warte mal. Ich bin gleich für dich da, Sebastian. Ich habe dich nicht vergessen. Ich muss mir nur einen Titel aufschreiben, sonst vergesse ich den. Ich bin nicht ein alter, vergesslicher Mann. Sie gelesen habe. Na gut. Katakombe von Feldcroft. Ich bin mir sicher, der üble Gestank ist der Duft des Erfolgs. Bleiben wir erstmal ganz ruhig. Wissen wir, dass wir nicht allein sind. Vielleicht war's das. Der Rest der Gruft ist frei von Insekten. Stimmt, sind keine Insekten. Akir! Die alle zu öffnen ist verlockend. Reveli! Confrito!
Dieser Raum ist höher als hier. Wir sind aus einem Grund hier. Ich denke, wir haben Anlass, sie zu öffnen. Impulso! Accio! Legnadium Leviosa! Impulso! Accio! So, gucken wir mal. Es war mir klar, dass da irgendwas drin ist, aber es ist nicht viel. Die Frage ist jetzt nur, komme ich da raus? Ah, ich kann hier hochklettern, okay. Reveli. Eine Truhe an einem total unverdächtigen Ort. Toll. Also Sebastian, mein Guter. Ich will jetzt nichts sagen. Aber du musst auch nicht alles kommentieren, was ich mache. Oha! Ich hab Bock! Oh, die Frage ist, wo müssen wir lang? Mann, ey. Reveli. Warte mal. Da ist noch was. Ach, das Ding. Aber das wäre krass, wenn wir das jetzt mit nach unten nehmen müssten. Aber okay. Also die Gruften und Rätsel kann das Spiel, muss ich ehrlich gestehen. Ach hier. Warte mal. Ich will erstmal hier lang. Das sieht aber so offensichtlich aus. Ich gehe erstmal dahin, wo es nicht offensichtlich ist. Hehehe. Pass auf, ich wäre fast ausgerutscht. Reden. All das Gras wirkt gar nicht mehr wie eine Gruft. Ich habe von Katakomben gelesen, die erweitert werden sollten. Aber es gab Probleme. Viele Einstürze. Reveli. Dann wurden sie aufgegeben? Genau. Confringo! Oh, das macht ja nichts. Nicht identifizierter Handschuh. Das macht ja nichts. Boah, einsturzgefährdend. Sind nicht umsonst verboten. Wir werden alle sterben. Oh, macht doch nichts. Kein Problem. Möchte ich, mag dich. Ja. Reveli. Muss ich hier lang? Will ich hier lang? Soll ich hier lang? Darf ich hier lang? Oh. Ich bin zurückgelaufen. Kannst du mal sehen. Sebastian, alles deine Schuld. Wegen deinen scheiß Schladderadatsch. Ah, gehen wir mal hier lang. Gibt ja nur links und rechts. Reveli. In so einem Saal wäre ich auch gerne beerdigt. Du magst es prunkvoll. Das kannst du laut sagen. Hier ist sogar ein Altar samt Knochenhaufen. Herrlich. Knochen außerhalb des Sarkophags. Irgendwie seltsam. Hier beim Altar ist etwas. Ach hier. Thank you.
Ich war so töricht, das Relikt in meinem Bericht zu erwähnen. Und man hat mich ver... Und man hat mich zu ver... man hat mir zu verstehen gegeben, dass ich es unter allen Umständen dort lassen soll, wo es ist. Aber die Wissenschaft muss vor meiner Treue zu den Regeln stehen. Ich habe bei diesem Relikt etwas gespürt. Träger von Zauberstäben aus englischer Eiche sollten eine starke Intuition haben. Ich glaube daran. Deshalb habe ich gehandelt, als niemand hingesehen hat. Ich habe zwei magische Barrieren beschworen, um das Relikt zu isolieren. Die Ahnen mögen mir vergeben, aber ich verwende ihre Gebeine als Schlüssel. Ich plane, zum Relikt zurückzukehren, aber erst muss ich mich auf meine nächste Aufgabe vorbereiten, den Imperius-Fluch zu erlernen. Dieser Fluch soll sehr effektiv gegen Feinde sein. Was ist es? Sieht aus wie ein Teil eines Schülertagebuchs. Hier steht etwas über das Relikt und die Beschwörung von Barrikaden mit Hilfe von Knochen. Natürlich. Der Bericht des Schülers verwies auf einen Raum hinter der großen Halle. Es kann keine Sackgasse sein. Teilen wir uns auf. Du widmest dich der Sache mit den Knochenbarrikaden und ich gucke, ob wir was übersehen haben. Behalte den Tagebucheintrag. Vielleicht hilft er uns noch. Hier steht noch was. Anscheinend war die nächste Herausforderung, den Imperiusfluch zu lernen. Wirklich? Interessant. Konzentrieren wir uns darauf, erstmal hier rauszukommen. Aber lass mich kurz nachdenken. Glaubst du, die Seiten wurden absichtlich hier gelassen? Slytherin erwähnt einen Schüler mit einer Tasche voller Notizen und einem Händchen für Zauberkunst. Vielleicht wurden die Seiten absichtlich zurückgelassen oder der Schüler hat sie fallen lassen. Natürlich. Ich suche nach den Barrikaden. Perfekt. Da ist mehr dran, als selbst ich gedacht habe. Die Knochen da zu beiden Seiten des Torbogens sehen sich... Wir sollten jeden Stein umdrehen. Oder besser, die Knochen. So, hier haben wir zwei... Wenn dieser Torbogen verbarrikadiert wurde, finden wir einen Weg hindurch. Ach hier! Entschuldigung! Hast du... Ach hier! Es ist ein Grab. Gruselige Geräusche sind für uns vermeintlich. Muss ich hier vielleicht hin? Entschuldigung! So. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich hier gerade mache. Aber okay. So. Die Gebeine der Gestorbenen. Ich glaube, das sind die... Die da hinlegen. Ach hier. Entschuldigung. Wir sind weit gekommen, doch es gibt noch mehr zu tun. Ich habe das Gefühl, dass es hier... Oh, fuck. Ach hier. Ich brauche einen sicheren Weg hinüber. Contrinko! Lumos!
Revelio. Ach hier. Frage ist jetzt hier ja. Ach hier. Ja, die Leviosa. Revelio. Da ist doch jetzt was drin, oder nicht? Revelio. Noch nicht. Aber das kriegen wir hin. Ach hier. Imperium Leviosa. Ach hier. Imperium Leviosa. Ist das vielleicht da drüben? Ich weiß nicht, warum ich da jetzt keinen Schaden... Wackelige Knochenbrücke steht. Interessant. Das gefällt mir alles nicht wirklich. Ach hier. Okay. Okay, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Obwohl, spielerisch finde ich das genial. Es hat geklappt. Ich wusste, das klappt. Hatte so ein Gefühl in den Knochen. Ja, ja. Warte mal, mir fällt gerade noch etwas ein. Das Tagebuch erwähnt den Imperiusfluch. Würde mich nicht wundern, wenn wir ihn hier brauchen würden. Er gilt als unverzeihlich, ist aber nützlich, wenn man in der Unterzahl ist. Damit bringt man das Ziel komplett unter seine Kontrolle. Also, wenn du Imperio lernen willst, bringe ich ihn dir bei. Sollte ich nicht erst wissen, was der Fluch für Folgen hat? Du kennst den Explosionszauber? So ähnlich. Allerdings muss bei unverzeihlichen Flüchen die Absicht klar erkennbar sein. Man muss es wirklich wollen. Wo hast du den Imperiusfluch gelernt? Habe ich mir selbst beigebracht. Sag Ominous nichts davon. Das ist nichts, womit man prahlen kann. Aber er könnte nützlich sein. Ich finde, du solltest ihn lernen. Auf jeden Fall. Der Fluch könnte noch nützlich werden.
Ganz meine Meinung. Ein Zauber, der Leben retten kann, sollte nicht unverzeihlich sein. Es steht viel auf dem Spiel. Du hast eine Fähigkeit, die seit Jahrhunderten niemand gesehen hat. Stimmt, der weiß das. Fokussiere deine Zauberstabbewegungen. Der Zauber ist komplex. Ah ja. Imperio. Los. Das klingt nach Ärger. Sei auf der Hut. Revelio. Erstmal hier die Spinnenweben wegmachen. Das sieht ja aus wie bei Harry unterm Sofa. Ich bin es scheiße. Also der Imperio-Fluch ist nicht, dass Spinnen so eine Sauerei machen. Ist nicht so dramatisch, oder? Ist nicht so geil. Weil die Viecher brauchen extrem lange, bis sie überhaupt aktiv werden. Das finde ich jetzt nicht so berauschend. Finde ich Crucio hilfreicher. Darf ich auch Spinnweben verbrennen? Ach hier. Oha. So, Mega Power Trank brauchte ich jetzt tatsächlich nicht. Reveal. Okay, das sind Ratten. Diese Katakombe ist verfallen. Genau wie es im Bericht des Schülers stand. Ach nee. Ich glaube, hier war schon ziemlich lange niemand mehr. Okay. Revelio. Naja, können wir ja bei unserer Debbie verkaufen. Der guten. Wollte schon sagen. Ja, kann ich aber nicht verbrennen. Aber wo geht's dann weiter? War das jetzt nur hier um die Spinne? Ich meine, wir können auf der anderen Seite weiter. Meine ich.
Theoretisch könnte mir Sebastian jetzt egal sein, weil ich habe den Imperio-Fluch gelernt. Noch eine Barrikade? So gut wie du dich das letzte Mal geschlagen hast, wird das ein Klacks. Ach hier, das ist zu nett von dir. Selbstredend. Das hat geklappt. Bald werden wir Leviosa. Leviosa! Hier muss ich den Kreis und das hier, okay. Ach hier. Ach hier. Imperium Leviosa. Okay, und hier muss ich den Kreis und das Viereck. Ach hier. Das hier. Und das hier. Und da ist dann auch. Ah, jetzt mit dem Schuh draus. Das war ja echte Knochenarbeit von dir. Ich bin stolz auf dich. Du, wenn du mir jetzt nicht bald den anderen Scheiß beibringst, mein Freund, dann kannst du den Scheiß allein machen. Mir wird klar, was Slytherins Schüler so fasziniert hat. Erstmal Kohle. Oh, jetzt wird's aber kritisch hier. Ach ja, wenn unsere Professoren wüssten, was wir hier machen. Da würde Snape uns aber ganz schön alt aussehen lassen. Ach hier. Reveal. Level up. Sackgasse. Na toll. Alles umsonst. Warte mal. Gib noch nicht auf. Das Relikt birgt unerwartet ungeahntes Potenzial. Seine Möglichkeiten könnten nicht nur der Welt der Zauberei von Nutzen, sondern der gesamten Menschheit zu Nutzen sein, Aber das dunkle Opfer, das nötig wäre, um seine Funktion zu erhöhen, ist kein kleines. Bitte das Relikt nicht entfernen, bevor wir mehr wissen. Sebastian, das Relikt! Sieh nur! Ist das möglich? Der Eintrag und die Darstellung des Relikts. Es passt. Hier muss der Schüler das Relikt hinterlassen haben. Unglaublich. Endlich passt es zusammen. Wir haben es gefunden.
Was glaubst du, bedeutet es, mit dem dunklen Opfer das Potenzial des Relikts zu enthüllen? Keine Ahnung, aber wir sind wegen des Relikts hier. Egal, was im Tagebucheintrag steht, wir nehmen uns das Relikt. In Ordnung. So soll es sein. Für Anne. Ich nehme es. Bringen wir es nach Feldcroft. Ich muss das Relikt geheim halten. Vor allem vor meinem Onkel. Revelio. Ich habe das Gefühl, das war ein ganz, ganz dummer Fehler, Sebastian. Wie, kein Mega-Power-Trank mehr. Achso, ja, okay. Ist das ominous? Ominous! Die Geräusche, die wir hörten, das warst du. Ich hatte keine Wahl. Ich musste euch folgen. Sebastian, bitte lass das Relikt in Ruhe. Wir können Anne sicher auch anders helfen. Es tut mir leid, Ominous, aber ich nehme es. Das machst du nicht. Wenn du es nicht zurücklegst, mache ich es. Hört auf, alle beide. Bitte, Sebastian, jetzt beruhige dich. Gut, aber Ominous weiß, dass ich vor keinem Kampf zurückschrecke. Wie viel hast du mit angehört? Alles. Ich habe gehört, dass du Sebastian ermutigt hast, das Relikt zu nehmen. Sebastian hat an alles gedacht. Er weiß, was er tut. Sebastian lässt die Dinge einfach klingen, auch wenn sie unmöglich sind oder gefährlich. Wir müssen ihn aufhalten. Und wenn nichts seine Meinung ändern wird? Es muss etwas geben. Ich brauche deine Hilfe. Oh, Sebastian hat recht. Wir brauchen das Relikt. Tut mir leid. Mein Entschluss steht fest. Würdest du dafür deine Freundschaft aufs Spiel setzen? Möglicherweise. Wie soll ich daneben stehen und ihm dabei zusehen? Und wenn die Entscheidung nicht bei dir liegt, dann wärst du für den Ausgang nicht verantwortlich. Was in aller Welt schlägst du vor? Imperio? Ganz genau. Ich würde die Verantwortung übernehmen. Das könnte eure Freundschaft retten. Ich beherrsche den Zauber. Sebastian hat ihn mir beigebracht. Aber ich tue es nur, wenn du einverstanden bist. Das ist verrückt. Unfassbar, dass du mich so etwas fragst. Sebastian wird weiter versuchen, Anne zu heilen. Wenn du ihn jetzt aufhalten willst, vergibt er dir das nie. Na gut. Das ist alles unglaublich. Aber ich nehme an, wenn du diese Verantwortung übernehmen willst, rettet es vielleicht meine Freundschaft zu Sebastian. Das ist ja, was ich dir über die dunklen Künste erzählt habe. Sie haben ihren Preis. Du könntest deine Entscheidung noch bereuen. Tu, was du nicht lassen kannst. Wirke den Zauber, bevor ich es mir anders überlege. Imperium! Geh zur Seite, Ominous. Rühr dich nicht, bis wir außer Sichtweite sind. Mach ich. Hohoho. Das gefällt Sebastian, mir gar nicht. Hierher. Was hast du gemacht? Imperio. Ansonsten hätte ich mich durchkämpfen müssen. Ominous, es tut mir leid. Sebastian, wir müssen gehen. Alter, das war böse. Das war so böse. Das war böse. Haben wir falsch gehandelt? Du brauchst das Relikt. Ich weiß, aber doch nicht so. Ominous und ich sind uns einig. Es ist etwas anderes, ob man Imperio ohne Wissen des Opfers wirkt oder ob man die Erlaubnis dazu hat. Ich verstehe, was du sagst, wirklich, aber... Ich habe die volle Verantwortung übernommen. Ich gebe dir mein Wort. Bin ich hier richtig? Revelio. Ominous und ich haben uns immer umeinander gekümmert. Ich hoffe, er weiß, dass sich das nie ändert. War ich doch richtig. Übel Möbel. Das ist auch schon echt. Also Imperio sieht schon böse aus. Ich bin aber im Kampf nicht so der Freund davon. Naja. Wie lange hält der Zauber an?
Wie lang muss Ominous in der Gruft bleiben? Der Fluch ist bereits aufgehoben. Er wird den Weg aus der Katakombe finden. Genau wie wir. Er schafft das schon, Sebastian. Ja gut, die 300 Fuß können wir auch so laufen. Reveli. Ich war keine gute Dingsbums. Ich bin. Wenn wir nach Feldcroft kommen, sollte er nicht erfahren, was wir für dieses Relikt tun mussten. Sie denkt wie Ominous. Es würde sie nur betrüben. Ja. Oh nein, das ist nicht gut. Was ist los? Rauch. Da drüben, beim Ja, habe ich gesehen. Es sieht nicht gut aus. Ärger in Feldcroft. Es wird angegriffen. Beeilen wir uns. Ganz einfach aus. Du hältst nicht lange da. Grazio! Concreto! Du wirst nicht aufhalten. Ich bin kurz zurückzukommen. Au! Oh nein, N! Ich glaube, das war eine sehr schlechte Idee. Einem unverzeihlichen Fluch aus diesem verdammten Buch. Dein Vater würde sich schämen. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Bleib fern von ihr. Von uns allen. Was hat mein Onkel denn von mir erwartet? Der Imperius-Fluch hat Anne das Leben gerettet. Dieser Kobold hätte sie getötet. Du hast getan, was nötig war. Und das werde ich meinem Onkel beweisen. Er kann mich nicht aus meinem Haus verbannen, mir meine Schwester nehmen. Vielleicht muss er sich erst etwas besinnen. Kann ich mit ihm reden? Möglicherweise kann ich die Gemüter ein wenig beruhigen. Vielleicht hast du recht. Na gut, vermutlich ist es besser, wenn ich erstmal verschwinde. Wir sehen uns in Hogwarts. Der sah jetzt gerade richtig böse aus. Kann ich irgendwas reparieren?
Warte mal, Wingardium Levioso brauche ich tatsächlich nicht. Ha. Verzeihung, Mr. Sallow. Was Sebastian getan hat, ist unentschuldbar. Das kannst du unmöglich verteidigen wollen. Sebastian und ich sind Ranrocks Anhängern schon früher begegnet. Dieser Kobold hätte Anne getötet. Unsere Familie benutzt keine schwarze Magie. Nicht einmal gegen unsere Feinde. Was Sebastian getan hat, ist unverzeihlich. Dass du Sebastians Verhalten verteidigst, verrät mir alles, was ich wissen muss. Du bist genauso schuldig wie er. Sebastian wird Feldcroft von nun an fernbleiben. Und auch Anne. Unverzeihliche Flüche heißen aus gutem Grund so. Falls einer von euch diesen Pfad weiter beschreitet, falls einer von euch schwarze Magie anwendet, informiere ich sofort den Schulleiter. Sebastian, warum? Ich will mal was probieren. Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich sage, entspann dich. Ich habe keine Ahnung. Habe ich es jetzt schon verschissen? Warte mal, wie viel Uhr haben wir dann? 46. Ich probiere es mal hier. Vielleicht habe ich ja wahrscheinlich Scheiße gebaut. Halt dich vom Schwert fern! Was dachte er sich nur? Verzeihung, Mr. Sallow. Was Sebastian getan hat, ist unentschuldbar. Das kannst du unmöglich verteidigen wollen. Sebastian mag leichtsinnig gewesen sein, aber er wollte unbedingt Anne retten. Aus Instinkt? Mit einem unverzeihlichen Fluch? Unsere Familie benutzt keine schwarze Magie. Nicht einmal gegen unsere Feinde. Was Sebastian getan hat, ist unverzeihlich. Dass du Sebastians Verhalten verteidigst, verrät mir alles, was ich wissen muss. Du bist genauso schuldig wie er. Sebastian wird Feldcroft von nun an fernbleiben. Und auch Anne. Unverzeihliche Flüche heißen aus gutem Grund so. Falls einer von euch diesen Pfad weiter beschreitet, falls einer von euch schwarze Magie anwendet, informiere ich sofort den Schulleiter. Aber wenn du wüsstest, wie oft ich Kroz hier schon angewendet habe. Sebastian, warum? Okay. Gut, dann ist es halt so. Da kann ich aber nichts machen. Das war's mit dem Part. War schade. Aber gut, beim nächsten Part gehen wir zurück nach Hogwarts. Da können wir leider nichts machen. Macht's gut, Leute. Tschüss.